Aber jetzt zu unserem Millionär der Woche. Ein Infotainment, unterstützt von der Schweizerischen Grossbank. Aha, da kommt ihr ja schon, aber was für eine Überraschung! Es ist kein R, es ist ein Sie! Bitte kommen Sie da an! Kommen Sie, nehmen Sie Platz, Frau... Molini! Frau Molini! Vor einer halben Stunde haben wir Ihre Heimat gerettet. Da haben Sie noch von gar nichts gewusst. Jetzt sind Sie noch live bei uns in der Sendung. Eine richtige Millionärin! Das ist ein Applaus wert, meine Damen und Herren! Ein Applaus für Frau Molini! Jawohl! Frau Molini, was haben Sie gedacht, wo bei Ihnen daheim das Telefon gelitten hat? Wer läutet um die Zeit noch an? Ja, wenn man von unserem Sponsor, von der Schweizer Grossbank, eine Million gewinnt, ist kein Zeitspot zum Anrufen. Sind Sie glücklich, Frau Molini? Ja, es geht. Über und über? Ja, es geht recht. Die Kinder sind gesund. Der Mann ist auf dem Baum. Frau Molini, bei welcher von unseren drei Sponsorbanken, wenn Sie Ihre Million anlegen? Muss ich Ihnen jetzt mein Konto angeben? Nein, wir möchten nur gerne wissen, aber bitte gerade hier in die Kamera, wo tun Sie Ihr Geld an? Also mein Geld habe ich beim Bankverein. Beim Bankverein? Also natürlich nicht alles, nur das Nötigste. Nur das für den täglichen Gebrauch. Sonst habe ich Eurobonds, etwas Blue Chips, dann natürlich der Immobilienteil. Frau Molini, die erste Million ist ja immer die schwerste. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, aber in Ihrem Fall kann man das jetzt wohl sicher zum Glück nicht sagen. Ja, haben Sie eine Ahnung, junger Mann, was ich gekrampft habe bis zur ersten Million? Ihr Junge, ihr wisst ja gar nicht mehr, was krampfen heisst für die erste Million. Ah ja? Ja, heute gibt es so Fernsehquiz. Da schaust du zu. Dann läutet es daheim an, zu irgendeiner unmöglichen Zeit. Ja, dann haben Sie im Moment schon eine Million. Ja, was heisst eine, junger Mann? Ihr Jungen sind ja heute schon mit einer zufrieden. Minimalisten, wollen wir an. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein spezieller Fall. Ich glaube, da müssen wir schnell in die Regie fragen. Hallo, ist jemand hier vom Schiedsgericht? Marco Stöckli, Roger Kahn. Wie ist das, wenn jemand schon Millionärin ist? Gilt das denn gleich? Wenn ich dann vielleicht noch mein Konto könnte angeben. Das gilt. Frau Molini, bitte nehmen Sie noch mal Platz. Das gilt zum ersten Mal bei uns live in der Sendung. Eine richtige Millionärin. Aber warum soll nicht auch mal eine Millionärin Glück haben? Vor allem, wenn es sich um so eine sympathische ältere Dame handelt, wird Frau Millioni. Molini, aber die jetzige Million, das kann man doch sicher schon sagen. Die jetzige Million ist die einfachste, die Sie gemacht haben. Die schnellste, oder? Ihr Junge habt ja keine Ahnung. Die mühsamste. Die mühsamste? 32 Mal musste ich Ihre Sendung anschauen.